dio izlaganja. Ivica, izvoli. Ein, zwei, drei, vier, ein, zwei, drei. Dragi prijatelji, dok dolazimo sa raznih strana ovo prekrasno mjesto, ovo me podsjeća na ovaj naš hod zemljom. Nikad nismo prolazili ovim danom. 5. kolovoza, prolazimo samo jedanput. Nikad nismo živjeli današnji dan. I dok polako, evo, ove riječi dopiru do vas, pogledajte na trenutak, nikad nisam živio ovaj današnji dan. Danas prvi put prolazim životom. Netko je stvorio današnji dan. Netko se probudio rano ujutro. Netko je opet prije nas, rekao bi, samo bi vas na trenutak sebe i vas htio podsjetiti da mu zapazimo lice. Dieser jemand, der sich hinter jedem Moment, er ist der Herrscher und dieser jemand, er existiert schon immer. Und dieser jemand, er hat das Gesicht der Liebe, der Zärtlichkeit. Stellen Sie sich vor, wie viele Namen? Wie viele Namen hier sind, aber wir alle sind seine Kinder, die ihn kennenlernen möchte. Und die ganze Natur sehnt sich danach, nach seiner Quelle. Daher am Moment, und jetzt von diesem Moment, da ist jemand, und auch bei der Empfängnis. Es waren nicht nur die Eltern, die uns wollten, und oder wie manche dann sagen, ja, das ist geschehen durch den Akt grob. Und am Anfang von meinem Leben war jemand, der mich von Empfängnis an kannte. Und ich möchte, dass wir ihn gleich in unserem Herzen begrüßen. Und dass wir ihn begrüßen, wenn wir hier durch diese Erde gehen. Und diese Zeit, daher, dieses Leben in uns ist faszinierend. Und der Geist, der alles belebt, im Moment der Empfängnis und wo es anwesend ist, und die Wissenschaftler erforschen es durch die Wahrheit, und ich möchte sagen, wir berühren das Ganze mit dem Blick, und wenn wir über das Wunder des Lebens nachdenken und das Wunder des Existierens, der Existenz, habt ihr euch schon mal gefragt, liebe Freunde, wer das Ganze bewegt hat? Ist das Leben aus nichts entstanden? Die Mathematik und die Logik, aus nichts kann nichts entstehen, aber dieses Etwas, dieses hat dieses Angesicht der Existenz, der Güte, wir sagen, der Schöpfer, die Schönheit, und in meinem Leben hat diese Güte einen Namen. Das ist Jesus Christus. Und ich glaube, dass im Leben von vielen von euch es so ist. Und wir sind Menschen, die wir auf dem Weg sind und zur Entdeckung. All das, was er uns vorbereitet hat, und das Leben hier auf dieser Erde hat einen Sinn nur. Und wer hat mich denn aufgerufen, dass ich es dann bin? Und im Moment jetzt lasset uns in unser Herz schauen, grüßen wir ihn. Und die Tiere haben
psychischen und biologischen Leben und die Pflanzen, aber der Mensch, er hat das Bewusstsein, die Freiheit, ein Herz. Und der Mensch kann in Kommunikation sein mit, in wie vielen Sprachen verständigen wir uns hier. Wir haben diese gleiche Wirklichkeit, das Leben, Besonderheit, Talente, die Schönheit. Und das spricht über unsere Ähnlichkeit mit dem Schöpfer. Auf das Ebenbild hat er uns geschaffen. Und neigen wir uns vor diesem Bild. Und wenn man euch fragen würde, was würdet ihr dann sagen? Wer ist denn für dich am wichtigsten im Leben? Wenn dich jetzt jemand fragen würde, wer ist denn für dich im Leben am wichtigsten? Denke jetzt ein wenig darüber nach. Vielleicht die Frommen werden antworten, Gott. Und ein Atheist würde sagen, einfach zu haben. Vergnügen zu haben, zu reisen. Und wer ist für dich in deinem Leben am wichtigsten? Wenn du deinen Wert nicht aufgedeckt hast, dann kann derjenige dir auch nicht dann wichtig sein, er, der dir alles gegeben hat. Und Jesus Nazareth sagt, was nutzt es einem Menschen, wenn er alles erreicht in der Welt, aber sich selbst verliert? Und wir sind die geliebten Kinder Gottes und wir sind nicht hier zufällig und es wollte uns jemand und das ist diese größte Wissenschaft, diese größte Entdeckung, etwas, was groß ist, wo einem Wesen, einem Kind geschehen kann. Jemand ist hier durch diese Erde gegangen, ganz anders von uns allen, in allem uns gleich, außer in der Sünde. Und wir Menschen sind voller Unwissen. Wir kämpfen immer noch gegeneinander, Kriege. Wir weisen den anderen ab und wir neigen zu Verletzungen. Und deshalb kommt jemand, der uns dann zeigt, was für ein Mensch, ein genialer Mensch dann sich entfalten kann in uns. Schauen Sie, wenn der Mensch das Geniale dann entfaltet und wenn er die Ewigkeit entdeckt in seinem Geist, wenn der Mensch dann dies entdeckt, dass er nicht nur die Erde ist und dass er ewiglich ist, nicht vergänglich. Und wenn wir dann verstehen, dass hier auf dieser Erde dann wir wissen, dass wir uns an nichts binden sollen, sondern wir sind hier auf dieser Erde nur, um das Gute zu wählen, das Projekt der Ewigkeit. Und zu glauben bedeutet, diesen Projekt zu entdecken. Und das ist so wundersam. Und in uns ist der Gedanke, dass wir unvernichtbar sind. Und er ist unser Vater. Wir kommen vom Schöpfer und Jesus hat gesagt, der Vater hat euch mir gegeben und ich kann sagen, heute ist dies eine tiefe Freude, dass er mein Freund ist, verehrte. Solange ihr jetzt hier läuft oder manche auch achtsam zuhören, werden wir hier auf dieser Erde ihn dann auch wählen als unseren Freund. Er hat uns schon lange auserwählt. Ihr seid meine Freunde. Ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und heute erlebe ich und spüre und weiß, dass er mein Freund ist. Und ich sage, Jesus, berühre du diese Menschen jetzt durch mein Reden, hier mein Leben, hier meine Gesten, hier meine Freiheit. Sei du die Schönheit meiner Kreativität, meiner Freiheit, meiner Jahre. Sei du
die Weisheit in meinen Tagen und was für erhabene Sachen durch den Menschen gehen. Und stellt euch vor, was für ein Vertrauen hatte Jesus in uns. Und er hat uns alles anvertraut, dass wir es den anderen geben. Und der Natur und die Natur sehnt sich nach dem, was schön ist in uns. Unsere Güte, Schönheit, Wahrheit und das Heil, Jesus Christus, er geht durch diese Straßen, durch uns Menschen. Er liebt die Blumen, er umarmt die Kinder, die Nachbarn, jene, die ein gebrechliches Herz haben. Und sein Geist ist hier auf diese Erde gekommen und ich werde nicht aufhören, dies zu sagen. Außer Jesus Christus ist der Heilige Geist hier in diese Welt gekommen. Und der Heilige Geist, er wandelt uns in seine Freunde. Er erinnert uns, dass wir nicht die Erde sind, sondern dass wir ewiglich sind und dass wir hier auf dieser Erde nur deshalb sind, dass wir uns in die Schönheit, in die Güte verlieben und dass wir alles wieder gut machen, das, was der Feind getan hat, das Böse. Und der einzige Feind ist das Böse und der Mensch, er ist zur Entfremdung gefallen und dieses Missbrauchen ist geschehen und wir leben in dieser psychophysischen Ebene, da wo nichts klar ist und deshalb auch diese Welt mit verrückten Gesetzen und wir beten irgendwelche Idole an und dann leben wir so, als würden wir von dieser Erde irgendwas mit uns dann mitnehmen. Aber liebe Freunde, hier von dieser Erde kann niemand etwas mitnehmen. Nur das, was ich mit Liebe berührt habe, das geht dann zusammen mit mir. Nur das, was ich getan habe, das Gute, das geht mit mir. Und das, was ich mit meinen Freunden geteilt habe, das bleibt immer. Das werde ich niemals dann verlieren. Und schauen Sie, dann wenn wir denken, aber wir können die anderen Menschen missbrauchen, wir können unsere Sexualität gebrauchen und das Gewissen und wir können dann haben, solange die anderen nichts haben. Wie naiv sind wir denn? Und der Mensch hat nur das, was er dem anderen gegeben hat. Ein russischer Reicher, erinnern Sie sich an diese Geschichte, er kam zu Petrus, er war sehr reich. Und er hat gesagt, wenn ich dann sterbe, tut in meinen Sarg das ganze Geld rein. Und wie viel dann auch Platz da ist, tut alles rein. Denn ich habe gehört, oben kann man dann etwas kaufen und im Himmel gibt es auch solche Einkaufshäuser und so. Und dann kam er zum heiligen Petrus. Und er bestellt dann bei ihm auch alles, was er möchte. Und dann, er hat alles Mögliche bestellt. Und dann, als man es zahlen musste, dann wurde ihm gesagt, also die Engel sagten ihm dann, nun, dieses Geld hat keinen Wert hier oben. Hier zählt nur dieses Geld, das Geld, das du den anderen gegeben hast. Kann man denn das Leben konsumieren und bewahren? Nur das, was ich gegeben habe, wo ich mich eingesetzt habe, das bleibt dann für immer. Schaut, liebe Freunde, es ist einer da, der uns da erinnert, dass die Auferstehung das Ziel ist. Und hier auf der Erde bin ich nur, damit ich intelligent werde und weise, dass ich all meine Talente dann entfalte, vermehre und die Liebe ist, damit man es teilt. Die Liebe tut nie etwas für sich behalten, sondern die Liebe versammelt. Und so ist Jesus aus Nazareth und so ist
Maria, sie die erste Jüngerin, Schülerin aus Nazareth. Und Maria, sie hat in ihrem Herzen darüber nachgedacht, von all dem, was dann geschehen ist. Und vom Engel Gabriel hat sie zuallererst das Wort gehört. Und es ist unmöglich, ein Christ zu sein, um dann nicht das Wort zu hören. Und das Wort ist Jesus von Nazareth. Wer nicht das Wort angenommen hat, er hat nicht den Vater angenommen, er kann nicht den Heiligen Geist annehmen. Der Heilige Geist gibt dies, dass wir dann von ihnen anders werden, qualitätvoll und Erbauer der anderen Zukunft und der Gegenwart. Und der Heilige Geist erführt uns in die Wahrheit. Und wer dies nicht angenommen hat, und sie war gerade dadurch groß, als sie dann auch in Kana Galiläa gesagt hat, tut alles, was er euch sagt. Und ich hätte dies so gern, dass ihr in eure Länder, in euer Heim das Ganze mitnimmt. Und vor allem, dass ihr dies im Herzen dann bewahrt. Vielleicht jeden Tag, vielleicht heute die Entscheidung dann geben. Und tust du aus der Heiligen Schrift lesen und tust du das Wort Jesu lesen. Vielleicht überlegen wir danach, aber was soll denn der Heilige Geist, wenn er Jesus nicht in uns belebt? Jesus kommt, um all meine Last zu nehmen und meine Schuld zu befreien. Und Jesus, er kommt immer vom Neuen, er, der lebt, und er sagt, darf ich dich umarmen? Darf ich von dir die Schuld abnehmen? Was möchtest du, dass ich tue? Und das kann ich nicht wissen, wenn ich nicht das Wort Gottes lese. Und wie ist denn Gott? Man weiß nicht, wie Gott ist, wenn ich nicht zu Jesus Christus gehe. Und die Religionen wissen nicht, wie Jesus Christus ist. Und ich möchte sagen, alle Religionen werden durch Jesus Christus befreit. Und Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit. Komme mit mir, ich bin dieser Weg zum Vater. Und schauen Sie, wenn wir Jesus nur in unserem Inneren bewahren, dann sind wir nicht seine Freunde. Und es wird, er sagt, jene sind meine Freunde, die in dem Herzen dann mein Wort hören und bewahren, und dann beten sie an. Und wenn wir aber wir Christen nicht die Freunde Jesu dann werden, und wem gehört denn dann die Welt, wenn wir ihn nicht entdecken? Und wenn wir dies dann nicht entdecken, dass dies die Welt vom Vater ist, und die Erde, das ist das Werk vom Schöpfer, und wir sind darin. Und dieser Jesus, er ist gerade gekommen, für mich und für dich das Leben hinzugeben. Und niemand hat mich so geliebt wie Jesus aus Nazareth, auch nicht mein Vater, meine Mutter, auch nicht meine Ehefrau, die wunderbar ist. Und niemand wird mit mir dann gehen und mich dann rechtfertigen. Nur er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende der Welt. Meine lieben Freunde, ich hätte diesen Wunsch, lassen wir uns nicht betrügen. Und wenn dieser Platz Jesus Christus bringt, dann ist dies der wahre Platz. Und seine Freunde sind jene, die ihn anbeten, überall, an jedem Platz, nicht nur in einer Kathedrale, überall, also in Bibliotheken, in den wissenschaftlichen Räumen, Uni und am Krankenbett. Überall kann ich Jesus gehören.